Jo, was geht meine GTA-Freunde aus der Levelisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Heute mit einem Unlimited Money Glitch, der verdammt einfach ist. Ich möchte mich aber erstmal kurz entschuldigen für meine Stimme. Die hört sich, glaube ich, noch ein bisschen kaputt an. Ich war gestern auf einem kleinen Festival und habe halt ein bisschen gefeiert, ne? Ich hoffe, das stört euch nicht, dass meine Stimme gerade ein bisschen kaputt ist. Aber würde ich sagen, ich erzähle euch jetzt erstmal, was ihr für den Glitch alles braucht. Und zwar braucht ihr eine Basis. Ihr braucht eine Avenger in der Basis. Und dann braucht ihr auch noch das Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt, ebenfalls in der Basis. Und es ist wichtig, dass die Basis voll ist. Dann braucht ihr noch einen Freund. Der Freund sollte auch dieselbe Basis besitzen und auch einen Avenger. Mehr braucht ihr nicht, dann können wir ja ganz einfach jetzt mit dem Glitch anfangen. Und zwar müsst ihr in eurer Basis sein, euer Freund muss sich in seiner Basis befinden und in seiner Basis dann in seinen Avenger begeben. Ihr werdet es jetzt oben rechts sehen, euer Freund wird in der Avenger zu dem Notausgang gehen und dort in der Avenger Verlassenmeldung für ungefähr 10 Sekunden warten. Ihr könnt euch in der Zeit als CEO registrieren, euer Freund wird dann, wenn die 10 Sekunden vorbei sind, rüber zu dem Kleiderschrank gehen, dort einmal sich kurz umdrehen mit dem Sichtfeld zum Notausgang. Ihr könnt dann euren Freund in euer CEO einladen. Dann geht ihr zurück auf Zurücktreten und in der schwarzen Meldung bleibt ihr dann, bis euer Freund euch das Go gibt. Euer Freund wird jetzt die Einladung in euer CEO aufmachen, wird dann zwei Schritte nach vorne gehen und dann anfangen, die X-Taste zu spammen. Sobald er dann den schwarzen Blackscreen bekommt, sagt er euch jetzt und ihr werdet dann sofort die X-Taste drücken und die Meldung bestätigen, dass ihr zurücktreten wollt. Nun wird es so sein, dass euer Freund sich in eurer Basis befindet. Das ist schon mal sehr gut. Wenn euer Freund dann in eurer Basis sich befindet, dann können wir gleich auch schon zum nächsten Schritt gehen. Und zwar begebt ihr euch dann ganz einfach zu dem Fahrzeug, welches ihr duplizieren wollt. In meinem Fall ist es der LG Retro Custom. Ich empfehle euch auch, dieses Fahrzeug zu duplizieren. Beziehungsweise ein Bennys Fahrzeug, denn die bringen im Verkauf natürlich am meisten Geld. Wenn ihr dann an eurem Fahrzeug angekommen seid, dann steigt ihr in das Fahrzeug ein und euer Freund steigt dann in der Beifahrerseite ein. Sobald er aber mit der Hand die Türe berührt, verlasst ihr das Fahrzeug wieder. Euer Freund befindet sich dann auf dem Beifahrersitz. Wenn ihr aber jetzt wieder aussteigt, dann könnt ihr in das Fahrzeug nicht mehr einsteigen. Das ist schon mal sehr gut, denn jetzt muss euer Freund einfach vom Beifahrersitz aussteigen und begibt sich dann zu der Fahrerseite hin und er kann einsteigen und das Fahrzeug auch in der Basis bewegen. Nun muss euer Freund das Fahrzeug ganz einfach nur unten zwischen den zwei Glasscheiben dort parken. Während euer Freund dies dann tut, könnt ihr eure Basis mal verlassen. Wenn ihr dann außerhalb der Basis seid, dann könnt ihr euch schon mal ein LG RH8 aus einer anderen Garage anfordern. Ist egal welche Garage, es darf halt nicht die Basis sein. Ihr fordert euch einfach nur den LG RH8 an. Dann wartet ihr einfach nur ganz kurz, bis das Fahrzeug dann erschienen ist. Wenn das Fahrzeug dann da ist, dann steigt das Fahrzeug ein. Jetzt achtet mal auf das Kennzeichen, denn der LG RH8 hat am Ende die 208 an dem Kennzeichen. Jetzt begebt ihr euch ganz einfach nur in eure Basis hinein. Euer Freund dürfte dann das Fahrzeug so geparkt haben, dass beide Türen versperrt sind. Wenn nicht, dann justiert einfach noch ein kleines bisschen. Wenn das Fahrzeug dann perfekt steht, dass beide Türen blockiert sind, werdet ihr feststellen, ihr könnt in das Fahrzeug nicht einsteigen. Jetzt muss euer Freund einfach nur aus dem Fahrzeug aussteigen und dann wieder einsteigen. Und dann könnt ihr wieder einsteigen, also euch hinein teleportieren lassen. Wenn euer Freund jetzt dann wieder aussteigt, dann wandert ihr automatisch auf die Fahrerseite rüber. Jetzt steigt ihr aus dem Fahrzeug aus, geht zu dem gelben Kreis, wo ihr die Basis verlassen könnt, drückt einmal die Dreieckstaste, um festzustellen, dass ihr von dem gelben Kreis in das Fahrzeug hinein teleportiert werdet. Wenn dies der Fall ist, dann steigt ihr wieder aus dem Fahrzeug aus, geht wieder auf den gelben Kreis. Jetzt drückt ihr die X- und die Dreieckstaste gleichzeitig. Wenn ihr das dann getan habt, dann werdet ihr draußen mit dem LG Retro Custom spawnen. Und jetzt achtet mal auf das Kennzeichen, denn das Kennzeichen hat am Ende eine 208, das heißt, der LG Retro Custom hat das Kennzeichen vom LG RH8 übernommen. Das ist schon mal sehr geil, das Fahrzeug wurde dupliziert. Um dieses Fahrzeug jetzt ganz einfach abzuspeichern, fordert ihr nur noch euren MOC an, wartet bis dieser dann da ist, dann fahrt ihr mit dem Fahrzeug zu eurem MOC.
Ah ja, wenn ihr Probleme haben solltet mit dem Glitch, könnt ihr mir gerne auf Discord schreiben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei. So, seid ihr dann am MOC angekommen? Dann fahrt ihr einfach nur in den MOC rein. Ob jetzt ein Fahrzeug drin steht oder nicht, ist egal. Ihr fahrt einfach rein. Wenn ihr dann im MOC drin seid, dann verlasst ihr diese ganz einfach wieder und fahrt noch einmal hinein und fertig ist der Glitch. Super einfach, mega schnell und ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.